So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge, nicht das hier, definitiv nicht. Wir machen das, was ich letztes Mal gesagt habe. Wir spielen jetzt einfach schön entspannt Level, die definitiv keine Zeitverschwendung darstellen, nämlich die von Sonne bzw. Joris. Da bin ich schon gespannt, wie was da alles so auftaucht. Wir haben ja das letzte Mal gesehen, dass da noch einige übrig sind. Und ich denke, wenn wir damit erstmal ein bisschen Zeit verbringen, dann kann man da nichts verkehrt machen. Guck mal, da sind auch interessante Level. Aber jetzt werden wir uns von nichts anderem ablenken lassen und werden einfach direkt hier reingehen, bis hier alles mit einer Fahne versehen ist. Ja? So, das heißt, ich gehe jetzt mal runter, bis die erste Fahne auftaucht. Ich glaube, hier, guck mal. Das haben wir alles gespielt. Okay. So, das heißt, ab hier geht's nach oben. Ab. Gleich kommt's. Hier. Das zweite gefährliche Schloss. Let's go. Und jetzt können wir ein bisschen gucken, ne? Das ist jetzt vom... Das ist vom April letzten Jahres bis zu... Wo ist das erste Level, was ich wieder gespielt hatte? Ja, ich glaube, ab da habe ich wieder alle gespielt. Bis April diesen Jahr. Wow. ich hab genau, das ist genau ein Jahr. Also, wir werden jetzt exakt, das ist ja krass, wir werden jetzt quasi exakt die Zeitspanne von einem Jahr, wobei wir das ja schon gespielt haben. Also, wir gehen nicht mehr bis in den April 2024. Die drei haben wir schon, aber die alle hier kommen jetzt dran, Stück für Stück. So. Und dabei können wir ein bisschen reden, ne? Das war ja gestern eine sehr interessante Aufnahme. Und ich wollte das erst gar nicht hochladen. Ihr habt es ja gemerkt. Ich habe immer wieder die Aufnahme neu gestartet und gedacht, nee, das kann ich so nicht zeigen. Das kann ich so nicht zeigen. Das kann ich so nicht zeigen. Das will niemand, oha. Das will niemand sehen. Und... Nachdem es dann die dritte Aufnahme war, bei der ich das Gefühl hatte, ey, das ist... Oha, was ist hier los? Nachdem es dann die dritte Aufnahme war, bei der ich mir gedacht habe, ey, das kann ich nicht zeigen, aber ich habe mir gedacht, ey, du hast jetzt... habe ich mir gedacht, ey, du hast jetzt 40 Minuten deines Lebens, deines schönen Tags, der so viel entspannter hätte sein können. Hast jetzt einfach verschwendet. Das war übrigens ein schönes Dreisprung-Level. Hast du jetzt einfach verschwendet, um... Ja, um nichts zu erreichen. Du hast keine schönen Level gespielt. Wobei man muss sagen, das Level mit den Bumpern, da war ich halt einfach zu schlecht. Na, also... Das hat mich frustriert, da war ich zu schlecht. Es war jetzt nicht das Level an sich schlecht. Ich fand die Stelle nicht schön. Aber ja, ne? Das sei mal dahingestellt. So. Wo ist eigentlich das Ziel? Aber alle anderen Level. Na, schlecht kann man nicht sagen. Sie waren halt frustrierend. Nein, schlecht waren sie nicht. Aber sie waren halt frustrierend. Nee, was ich aber eigentlich sagen wollte. Ich habe nichts davon gehabt. So effektiv gar nichts. Ich hatte keine Aufnahme, die ich hochladen kann. Es war sozusagen, es war alles Quatsch. Es war alles Quatsch. Und dann habe ich gedacht, nee, Moment. Ich packe das jetzt einfach mal hintereinander. Ich packe das jetzt einfach mal alles hintereinander und lade es hoch für die, die es vielleicht trotzdem ja interessiert und die es vielleicht sehen wollen. Und, Ah, shit, so geht das nicht. Ah, ich habe Mist gebaut. Kann ich das retten? Nee, ne? Das war's. Kommt der wieder? Yes, okay, gut.
Hier ist das Ziel. Okay. Ich muss kurz nachdenken. Reicht die Bombe aus von hier? Ja. Nee, hier ist gar nicht das Ziel. Ah, dann ist das sowas. Ja. Ja, ja, ja. Das kannte ich. Das kannte ich. Jetzt würde mich nur interessieren... Ich brauche dafür doch gar nicht. Perfekt. Perfekt. Ich brauche dafür doch gar nicht den... Ich rede auch gleich weiter. Mein Gott. Ich rede gleich weiter. Ich brauche dafür doch gar nicht den Dings. Den... Weißt du schon. Den Pilz. Ich kann doch da auch so hochrutschen, richtig? Ich müsste da doch auch so hochrutschen können. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah, vielleicht als Link nicht. Ne, oh, es geht nicht. Ach, gucke mal, das wusste ich nicht. Man braucht den großen, oder man muss zumindest den großen, also man muss zumindest den normalen Pilz, glaube ich, dann haben. Ah, das ist ja interessant. Das ist ja äußerst interessant. Ja, es geht nicht. Okay. Ach, und jetzt habe ich es mir verbaut. Jetzt habe ich es mir verbaut, weil ich nicht mehr ans Dings rankomme. Weil ich kein Dings mehr habe. Ja, okay. Aber haben wir ja schon gespielt. Sehr schön. Gut. Ich wollte weiterreden. Und zwar, wo war ich denn? Ja, dann saß ich da eben mit 40 Minuten Aufnahme, die mir nichts gebracht hat. Dann habe ich gedacht, nehme ich jetzt nochmal neu auf. Dann ist wieder eine gute Stunde weg, weil eine Aufnahme dauert ja nun mal eine Weile. Vor allem, wenn sie läuft. Wenn die Aufnahme mal läuft und ich ein bisschen mehr spiele, natürlich dauert es dann mal eine Weile. Das hat eine interessante Abschlussquote. 18,6. Ja, dann habe ich ja gedacht, nee, komm, ich packe das jetzt mal hintereinander. Und ich zeige euch einfach mal den Frust, der bei dieser Aufnahme entstanden ist. So, wer sich's angeschaut hat, ne, hat sich's angeschaut, hat dann auch entsprechend die Zeitverschwendung gefühlt wahrscheinlich. Ist hier was versteckt? Wie heißt das Level? Block zerstören ohne Pilz, ja. Entweder ich hab's schon versaut oder ich kann ihn irgendwie runterdrücken. Also irgendwie muss ich ihn runterbekommen. Aber ich weiß noch nicht wie. Er dreht sich immer nur. Wir starten mal neu. Vielleicht habe ich am Anfang schon Quatsch gemacht. Er dreht sich aber nur, ne? Okay, ich muss ihn irgendwie dazu bringen, dass er da runter geht. Oh, ich muss ihn irgendwie dazu bringen, dass er da runter geht. Das Level geht in 11 Sekunden. Das ist wichtig zu wissen. Aber jetzt müssen wir den Trick dafür kennen. Was ist der Trick bei dem Kollegen? Ich
glaube, es ist irgendwie vielleicht der Moment, in dem man durch die Tür geht. Vielleicht kann man den irgendwie dafür bringen, dass er runterfällt. Aber ich weiß nicht wie. Guck mal, immer wenn ich durch die Tür gehe, fängt er an, sich zu drehen. Ja, da braucht man wahrscheinlich irgendeinen Glitch, den ich nicht kenne. Das werde ich erstmal auslassen, weil ich nicht weiß, ob ich drauf kommen kann. Ich weiß leider nicht, ob ich da drauf kommen kann. Ich krieg den dann nicht runter, na? Wie schaffe ich es, dass der da runterfällt? Ich kann noch kurz ein paar Sachen ausprobieren, aber... Vielleicht direkt durchgehen hier? Nee. Das war's alles nicht. Vielleicht, wenn er anfängt, sich zu drehen? Nee, aber ich glaube, durch die Tür resette ich ihn ja sowieso. Ich glaube, das ist egal. Also, ich glaube, hier unten kann ich nichts machen. Wobei, wenn es ein Glitch ist, ist wahrscheinlich die Logik, die ich jetzt verfolge, auch nicht richtig. Wahrscheinlich ist die Logik, die ich jetzt verfolge, nicht richtig. Weil er... Ja. Er ist immer in meinem gleichen Status, wenn ich durch die Tür gehe. Trotzdem kann es ja einen Moment geben, wo man durch die Tür gehen muss. Ja, also ich weiß es nicht. Erklärt mir gerne, wie es geht. Dann holen wir das nach. Im Moment weiß ich es nicht. Irgendeinen Glitch braucht man da. Keine Ahnung. Gucken wir erstmal weiter. Vielleicht kriegen wir es ja auch in einem anderen Level noch in irgendeiner Form praktisch unabsichtlich gezeigt, aber ich glaube es nicht. So. Ah, da muss ich höher klettern. Ja, er baut gerne so Sachen, die man... die er mal gesehen hat, und das ist ja auch ganz cool. Und gerade bei so Rätselgeschichten ist es dann halt so, dass man da natürlich nicht weiß. Wie sie funktionieren, weil man halt nicht das gesehen hat, was er gesehen hat. So. Ich hätte den theoretisch mitnehmen. Okay, ich brauche. Oh, es ist so ein Level. Ja, gut, hier ist ein anderer Pilz drin, das sehe ich. Also müsste ich die Mitte hochgehen, ja? Yay. Okay. Okay, den muss ich wohl erledigen. So. Jetzt ist nur die interessante Frage. Nee, hier unten ist nichts. Okay. Oh, scheiße. Oh, ich hätte um meine Haare mir den Weg verbaut. Oha, das wäre ungünstig gewesen. Okay. LOL! Wenn man die Tür nicht hat... Ah, das ist... Beziehungsweise wenn man runterfällt, aber man kommt wieder hoch. Man kommt auch so wieder hoch. Ja, interessant. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Dann... Reizen mich die 31 Sekunden. Einmal kurz probieren. Ich habe die Blume vergessen. Na, so.
Gut, hier muss ich aber eher auf den P-Switch warten. Also hier kann ich ja, hier muss ich nicht mal schnell handeln. Das ist egal. Wah! Hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Und jetzt wissen wir ja, dass die Röhre da hinten funktioniert. Das heißt, du interessierst mich gerade gar nicht. Ah, das war nicht gut. Ja, okay. Das waren nicht die 31 Sekunden. Das waren nicht die 31 Sekunden. Aber viel schneller kriege ich es auch nicht hin mehr. Also, das ist okay. Das ist okay. Das ist in Ordnung, das nehme ich so. Das, 31 ist schon krass. Weil, wo willst du noch viel mehr Zeit rausholen? Also, so viel mehr Zeit hast du auch. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich 4 Sekunden rausholen kann. Ich meine, ich habe ein bisschen getrödelt an manchen Stellen, aber so viel jetzt eigentlich auch nicht. Ah. Ja, komm, einmal probieren wir es noch. Das interessiert mich. So, weil ab hier bin ich auf den P-Switch angewiesen. Also selbst wenn ich jetzt hier rumtrödel, das ist völlig egal. Weil ich auf den P-Switch angewiesen bin. So, ne? Das juckt mich. Dann geht's hier durch. Hier kann man sicherlich ein bisschen Zeit sparen. Jetzt schnell da hinten durch. Ja, jetzt ist halt die Frage, wie gehe ich hier vor, ne? Ja, okay. Das war... Ich habe hier zu lange rumgetrödelt. Ich habe hier zu lange rumgewurschtelt. Ist in Ordnung. Ich habe hier zu lange rumgewurschtelt. Ja, ist okay. So viel zu war nicht realistisch. Ist in Ordnung. War gut machbar. War gut machbar. Gar kein Thema. Gut. On, off. 5 Sekunden. Okay, das ist ein ganz kurzes Level. Mit kleinem Geheimnis. Okay, das suchen wir aber, das Geheimnis. Das suchen wir. So, habe ich jetzt alles zu gestern schon erzählt? Ah, nee, mein letzter Gedanke war noch, warum ich es hochlade. Okay, jetzt ist die Frage, wo ist das Geheimnis? Mein letzter Gedanke beim Hochladen war noch der, dass ich gedacht habe, vielleicht kann ja jemand schreiben, vielleicht schreibt ja jemand, wie das geht. So, woran ich gehangen habe, ne? Vielleicht schreibt dir jemand, wie man an diesen Pflanzen vorbeikommt. Oder, ne, aber da kam halt nichts. So, ich will kurz die Türen prüfen. Aber das ist jeweils immer... Okay, das sind einfach die zwei Türen. Okay, dann ist hier schon mal kein Geheimnis. Hier kann eigentlich auch kein Geheimnis sein. Vielleicht interpretiere ich das jetzt auch falsch und mit Geheimnis ist einfach nur dieser Geheimweg hier gemeint oder sowas. Weil hier ist auch nichts, was ich anders machen kann. Und die Tür hier ist die Tür. Und, wir haben es gesehen. Wir haben es gesehen. Sehr schön. Das ist das, was man im Vorschaubild sieht. Das ist das, was man im Vorschaubild sieht. Cool. Sehr gut. So. Genau. Also, das waren jedenfalls so die Beweggründe, warum ich es dann hochgeladen habe. Weil ich auch, wie gesagt, hauptsächlich einfach nicht wollte, dass ich jetzt 40 Minuten für nichts verschwendet habe. So einfach für gar nichts. Ich hatte weder Spaß, wobei Spaß hatte ich teilweise schon, aber naja. Aber ich finde es krass, es ist schwer. Also es ist ja nur der Schwermodus, es ist ja nicht mal... Oh, ich darf nicht springen.
Jetzt hast du gecheckt. Es ist ja nicht mal der sehr schwer Modus. Dass da schon solche Kracher kommen, hat mir etwas Sorge bereitet. Okay, wie? Jetzt muss ich springen. Und dann darf ich nicht mehr landen. Gut. Wir springen einfach zwischen die Goombas. Genau so geht das. Okay. Oh, Bruder. Und dann noch hier rein. Okay, das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Aber am Anfang können wir gut durchrennen. Yes, jetzt haben wir es. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Jetzt würde mich nur interessieren, gibt es einen Weg, weil da auch ein Pfeil war, gibt es einen Weg, an den oberen Teil der Fahnenstange ranzukommen? Ich glaube es nicht. Weil ich darf ja hier nicht landen. Ja, ja, eben. Aber es wirkt so, als ob man da ran könnte. Aber dafür müsste ich... Nee, ich wüsste nicht, wie ich da hochkomme. Ich glaube, das ist wieder nur... Nee, da ist nichts. Nee. Alles gut, alles gut. Ich wüsste nicht, dass es da... Ich guck's mir nochmal an. Gibt es vielleicht irgendwo eine Warpbox oder so, die ich nicht gesehen habe? Ist irgendwo irgendwas versteckt? Ich weiß, dass ich so nicht, ne? Das ist mir... Nee, ich glaube, da ist gar kein... Nee, okay, jetzt sieht man's. Okay, jetzt sieht man's, dass man da nicht rein kann. Alles gut. War Quatsch von mir. War Quatsch von mir. Treppen. Okay, Treppen. Oh, okay, das ist ein sehr, sehr kurzes Level. 1,158. Ah, weil es hier ist, das Level. Okay, wir laufen aber mal kurz alles ab. Wir laufen mal kurz alles ab. Aber das ist jetzt wieder interessant. Hier konnte ich mit dem Link raufrutschen. Bei dem anderen Level konnte ich nicht mit dem Link raufrutschen. Das ist ja sehr interessant. Erstmal Rekord holen. Ich glaube, hier ist es steiler. Entweder weil es hier steiler ist oder es hat irgendeinen anderen Grund. Bin mir nicht sicher. Ah, es war nicht der Rekord. Was? Okay. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Also noch schneller wird es nicht. Es kann halt wahrscheinlich höchstens noch so schnell werden, wie schon der Rekord ist. Ich glaube, das ist schon relativ nah dran. Ja. Es wäre noch cool, wenn ich die Zeit selber erwischen würde, diese 1,58, wenn ich die noch bekommen würde. Aber ich wüsste nicht, wie ich noch schneller sein soll. Aha, ich weiß, wo die andere Tür hinführt. Die andere Tür führt ihr dann wieder an Anfang zurück. Ja, komm, 2 Minuten. Ich werde immer ein Stückchen schneller, aber es reicht nicht. Ja, okay. Und jetzt komme ich wieder am Anfang raus. Genau. Ja, alles klar. Auf jeden Fall. Sehr schön. Aber warte, wir wischen dieses Level aber ab. Dass wir nicht die Quote kaputt machen. Sehr schönes Level. Denn wer das nicht kennt, ist da auch erstmal verwirrt. Genauso wie ich halt verwirrt bin an der Stelle. Wie bei dem Drehtypen. Da muss ich noch gucken. Irgendeinen Trick wird es da geben, den ich halt wieder nicht kenne. Entweder ich komme drauf oder nicht. Wir werden sehen. Das ist auch wieder ein sehr kurzes Level. 100% Abschlussquote. Ich hoffe, ich mache es nicht kaputt.
Es tut mir jetzt schon leid, wenn ich gleich versehentlich sterbe. Okay, ich glaube, das soll einfach nur den Effekt von den Swamps demonstrieren. Alter. Ja, dann haben wir wieder den. Okay, dann haben wir wieder die Geschichte. Und guck mal, genau. Hier ist es nämlich jetzt nicht so steil wie bei dem anderen. Daran lag's. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. So. Das sollte einfach nur kurz diese Twomps, diesen Effekt demonstrieren. Wenn man da auf dem Ding drauf ist. 12 Sekunden, okay. Ein Schloss ohne Gegner. Ja, und es gäbe so viel, was mich aktuell beschäftigt. Das ist die versteckte Röhre, wie man sie auch aus so Troll-Leveln kennt. Immerhin hat das erklärt. Ich glaube, ich wäre so schnell nicht auf die Idee gekommen, da nach unten zu drücken. So, das habe ich gesehen. Da unten ist auch irgendwas rumgeflogen. Und das war's. Okay. Yay, wir kriegen ein Triforce. Und da ist wieder ein Herz. Gut. Eine Münze im Ziel. Und guck mal, wir sind jetzt im Juni 23. Er hat da eine ganze Zeit lang nichts mehr gebaut. Ja, doch, ein paar Level haben wir noch. Eine Münze im Ziel jedenfalls. Okay, das ist auch wieder ganz, ganz kurz. Ach so, man muss verschiedene Münzen sammeln und die ist direkt in der Zielstange. Ja, ich kann es mir denken. Okay, wo ist sie? okay. Dahinter irgendwie. Interessant. Dahinter war sie irgendwie, ne? Kann ich die auch von der anderen Seite erreichen? Nee. Hey, wie habe ich die gerade bekommen? LOL. Okay. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen glitchy, da ranzukommen. Ja, okay, alles klar. Wenn man es nicht weiß, gar nicht so klar auf Anhieb, wie das geht. Gut. Die eiskalte Wüste. Jetzt haben wir mal wieder ein Level. Oha! Eine Abschlussquote, die sich sehen lassen kann. Ein einziger hat es bisher gespielt und der hat dann eine Minute gebraucht. Also nicht gespielt, sondern geschafft und der hat eine Minute gebraucht. Ja, gut. Da werden wir uns doch gleich einen neuen Rekord holen. So nicht. Wir werden uns einen neuen Rekord holen. So nicht. Sobald wir verstanden haben, wie das Level funktioniert. So, jetzt hier ganz entspannt. Das ist jetzt kein Level, was man mal eben runterspielt. Da muss man jetzt wirklich ein bisschen aufpassen. Ich muss gestehen, ich habe das noch ganz selten gesehen, dass man nicht treffen, Mist. Ich habe das bisher ganz selten gesehen, dass man die Geister mit der Wüste kombiniert. Aber das passt atmosphärisch verdammt gut. Ne? Sehr gut. Das passt wirklich gut. Das ist gar... Oh, komme ich da... Nein, komme ich nicht. Das ist gar nicht so... Das sieht man voll selten. Geister und Wüste habe ich bisher ganz selten gesehen. Die werden hauptsächlich immer in logischerweise Geisterschlössern gesetzt. Aber ey, das passt, ne?
Geister und Wüste passt voll gut. Das ist mal kreativ. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ich werde doch da jetzt hochkommen. Oh boy, oh boy. Ich muss den Hammer behalten. Ich muss unbedingt den Hammer behalten. Oh, das Level ist nicht einfach. Ich verstehe die Quote. Aber es ist ja auch gut, mal jetzt wieder ein Level zu haben, was nicht so einfach ist. Dafür sind wir hier. Jetzt haben wir beste Voraussetzungen. Ja, gut. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Ah. Ich hab's befürchtet. Mein Gott. So. Nee. Okay, pass auf. Hahaha. Ausgetrickst. Das war zu voreilig. Aber das lief jetzt gar nicht so verkehrt. Ja? Wenn wir es jetzt noch schaffen würden... Ja. Na... So, jetzt muss ich aufpassen. Nee, das ist echt nicht einfach. Das ist aber gut, dass es nicht einfach ist. Das ist ein sehr schönes, herausforderndes Level. Nice. So, und jetzt hier rüber. Oh, das geht gar nicht, oder? Doch, das geht. Ja, da ist das Ziel. Ach lol, ich kann ja mit dem Hammer die kaputt machen. Da habe ich nicht... Oh Mist. Aber wir haben es, glaube ich, ne? Ja, ja, ja. Nice. Schön, 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 schön. Aber ja, wenn man den Hammer behält, kann man die Eisklötze ja kaputt machen. Sehr, sehr, sehr schönes Level. Das dürfte auch der Rekord sein, ja. Prima. Mal gucken, wie lange ich ihn behalte. Nicht lange. Ist ja gut machbar, ist ja gut machbar. Aber schönes, schönes Level. Das kleine Floß in der Lava. Hat noch niemand geschafft, aber haben auch bisher nur 3 Leute gespielt. Mit 8 Versuchen. Dann sind wir jetzt der Erste, der das Level hier schafft. Sehr gut. So, jetzt fährt das Ding hier los, jawohl. Ich weiß nicht, wie lange ich es behalten muss. Ah, nee, muss ich nicht lange behalten. Ah. Okay. Also ich muss auf dem vorderen bleiben. Okay. Yay. Sehr schön. Ja, weiß ich gar nicht, warum die Leute, die das angefangen haben zu spielen, das nicht beendet haben. Aber hey, habe ich mir einen Erster geholt. Erster kann mir niemand mehr wegnehmen. Niemand. So. 1,40. Okay, let's go. Jo. Oh, nee, 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 nee. Mit dir lege ich mich gar nicht erst an. Hm.
Ja. Man könnte auch, oh no. Man könnte auch durch die Röhre gehen. Aber, ja, jetzt muss ich durch die Röhre, okay. Aber jetzt ist halt die Frage, okay. Ich glaube, hier muss ich jetzt kämpfen, ne? Aber hier ist jetzt das Kämpfen auch machbar. Die Frage ist nur, wo geht's dann hin? In eine von den Röhren oder... Ah, nach unten wahrscheinlich wieder, oder? Nein! Okay, let's go. Das hat nicht so gut funktioniert. Ja. Weil jetzt haben wir die Bedingung erfüllt und unten war doch das Ziel, richtig? Da war nicht das Ziel. Bin ich doof? Ach, ich bin in den neuen Raum gegangen, ich Trottel. Oh, übrigens, schöne Leben hier. Ich bin in den neuen Raum, da kann gar nicht das Ziel. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Da konnte gar nicht das Ziel sein. Oh Gott, bin ich dumm. Oh nee. Oh, das war. Oh nee. Oh, das war so dämlich, ne? Ja, dann muss ich oben durch irgendeine Röhre durchkommen. Oh mein Gott, war das dämlich von mir. Dann müssen wir rausfinden, durch welche Röhre ich gehen kann am Ende. Ach, Mann. Nein, ich will spammen. Das klappt noch nicht so gut. Aber das ist so hundertprozentig irgendeine von den Röhren. Ist bestimmt begehbar. Vielleicht sogar alle. Okay, die schon mal nicht. Die auch nicht. Die da ist es. Aha, war gut, dass ich ihn mit runtergenommen habe. Ich hatte da sowas im Gefühl. Ah, ich hatte sowas im Gefühl. Nice. Sehr schön. Ich gehe jetzt mal davon aus, die andere Schlüsseltür ist einfach auf der anderen Seite, wenn man den auf der anderen Seite nach unten befördert. Das würde total Sinn ergeben. Und damit haben wir auch dieses Level abgeschlossen. Sehr schön. Das war auch ein sehr schönes Level. So, jetzt haben wir nur noch eins. Ne, zwei haben wir noch. Ne, drei haben wir noch. Ne, vier haben wir. Wir haben noch ein paar. Okay, wir haben noch ein paar. Sehr gut. Sehr gut. Wir ziehen heute voll durch. Wir ziehen heute voll durch. Eiskalte Schneelandschaft. Damit dieses Video auf jeden Fall keine Zeitverschwendung ist. Wobei man jetzt natürlich wieder sagen kann, ab wann ist etwas Zeitverschwendung? Na? Man könnte ja auch sagen, das komplette Spiel ist Zeitverschwendung, weil man stattdessen ja im Leben nichts erreicht. Oh! Hier unten sind Sachen. Oh! Ah, okay, okay. Ne? Also, das könnte man natürlich auch sagen, dass das alles Zeitverschwendung ist. Aber dann sind wir natürlich auf einem anderen Level der Argumentation gelandet. Na, dann kann man auch sagen, das Video zu gucken ist auch Zeitverschwendung, weil man nichts für die Schule macht. Und so weiter. Und in Freizeitparks gehen ist Zeitverschwendung, weil man nicht arbeitet. Ja, es ist... Das ist dann natürlich noch was ganz anderes. Aber so aus der normalen Perspektive ist das hier garantiert gerade keine Zeitverschwendung. Denn man hat jetzt Spaß.
Man erreicht etwas, nämlich im besten Fall ein Video, was man sich angucken kann. Ich dachte, ich bin tot. Ich dachte, ich muss da hoch, aber muss ich gar nicht. Jetzt habe ich nur ein bisschen Angst, wie ich da... Ah, ich glaube, komme ich erstmal hier hoch. Ja, 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 sehr gut. Jetzt aufpassen. Wait, wo muss ich hin? Ah, hier geht's dran. Okay, das war, da habe ich kurz ein bisschen überlegt. Sehr schön. Prima. Prima, prima. Zeitverschwendung wäre es gewesen, wenn ich jetzt immer noch in dem Level mit dem Gegner wäre, der sich dreht. Na? Das wäre Zeitverschwendung gewesen. Also, ohne Diskussion, weil da hätte ich nichts erreicht. Und das Ganze wäre dann sehr komisch gelaufen. Das große Bienenhaus. Okay. Es wird immer thematischer. Man merkt das richtig, ne? So zwischendurch so ein paar kurze Level mal gebaut. Und dann hat er wieder richtig Bock gehabt, so richtig große Level zu bauen. Ja, oh, das Gelb als Bienenwaben, auch eine sehr schöne Idee. Auch darüber habe ich noch nie so richtig nachgedacht. Natürlich, diese Stacheldinger kann man eigentlich sehr gut als Bienendinger sehen. Ne? Das passt eigentlich voll gut. Genauso wie mit dieser Geschichte mit dem Eisschloss, mit den Geistern. Also das fand ich echt kreativ. Das ist jetzt nicht so gut, was ich hier tue. Oh boy, oh wow. Okay, ich muss unbedingt die Katze behalten. Die Bienen hier nehmen mich ganz schön hops. Also das ist gar nicht so einfach, das Level, aber auch das ist ja gut. Weil man muss enorm aufpassen, wann die Stacheln draußen sind, wann man sich bewegen kann und wann man es lassen sollte. Nein, ich schaff's schon wieder nicht. Jetzt komme ich da durch. Komme ich nicht. Aber jetzt, jawohl. So, jetzt ist die weg. Die hat mich vorhin böse hops genommen. Okay, hier haben wir zum Glück eine neue Katze. Und kriegen direkt wieder eine. Sehr gut. Okay, Vorsicht. Oh nee. Nein, Katze kommt. Nicht Katze kommt. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Oh, Bruder, wo bin ich denn jetzt mittlerweile? Oh, wenn ich da unten wäre, würde ich mich softlocken. Das wäre gar nicht so cool. Nein, nicht da hoch. So, jetzt aber. Hier ist eine neue Katzenglocke. Sehr gut. Die ist... Oh Gott. Aber die ist sehr, 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 sehr großzügig platziert hier, die Katzenglocke. Nein! Nein! Okay, jetzt wieder hoch, jetzt wieder hoch, jetzt wieder hoch, jetzt wieder hoch. Und jetzt bleiben wir da eine Weile. Alles in Ordnung. Wir kriegen ja eine Katzenglocke nach. Jawohl. Und jetzt geht's hoch. Nein, ich hab's versaut. Jetzt geht's hoch. Yes! Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich gleich eine neue Glocke... Ja, 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 sehr gut. Und ich glaube, hier geht's rein. Wow! Oh Gott! Da war ich zu euphorisch. Okay. Aber wir wissen jetzt den Weg. Wir wissen schon mal den Weg durch die Bienenwaben. Beziehungsweise ist ja ein Bienen... Ach lol, ich kann ja klettern! Es ist ja ein Bienenhaus. Aber lol, ich kann ja klettern. Ich Pflaume. Er hat ja den ganzen... Er hat ja hier extra... Oh mein Gott, ich hab den Hard-Mode eingeschaltet. Ich hab den Hard-Mode eingeschaltet, indem ich nicht geklettert bin. Lol. Ja, ich kann ja klettern. Oh mein Gott, ich habe das komplett vergessen, ne? Ich habe das... Aber ey, dann habe ich es als Hard-Mode durchgespielt. Auch schön.
Ja, lol, ich hätte ja hier auch klettern. Oh mein Gott. Da hier. Ich muss ja sogar klettern. Oh mein Gott, ich habe ein Problem. Zurück, zurück. Nein, nein. Nein, lebe, 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 lebe. Oh mein Gott. Ja. Das hat nicht so gut hingehauen. Ah, lol, ich kann ja klettern. Oh, oh, wow. Ja, da bin ich jetzt ja fast schon ein bisschen stolz, dass ich das ganz ohne Klettern geschafft habe. Obwohl das wahrscheinlich gar nicht so gedacht war. Ah, so. Ich darf nicht gleichzeitig hauen, dann kann ich nicht klettern. Okay. Das ist jetzt nicht so gut, okay. Wir haben es geschafft. Oh, Bruder. Mach dich doch auch, nee. Mach dich doch mal weg jetzt hier. So. Nein, nicht da oben hin. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Jetzt kann ich nicht klettern. Jetzt muss ich aufpassen. Okay, jetzt kann ich gleich wieder klettern. So. Jetzt ganz vorsichtig einmal hier hoch zur Röhre. Nicht treffen lassen, sonst ist Klettern vorbei. Ich komme da nicht rein. Oh, ich muss hier oben rum. Oh, ich muss hier sogar oben. Okay, spätestens jetzt hätte ich ans Klettern gedacht. Spätestens jetzt wäre es ohne Klettern nicht mehr gegangen. Aber dass ich den Anfang ohne Klettern gespielt habe, das war schon wieder so typisch, ne? Ey, aber voll das schöne Level. So richtig thematisch durchdacht. Okay, das war jetzt nicht so gut. So. Und das sieht nach Finale aus. Jawollo! Sehr schön. Sehr schön. Prima. Zack. Und weiter geht's. Zwei Level haben wir, glaube ich, noch. Oh nee, das sind noch... Okay, das sind noch ganz schön viele. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht doch noch einen neuen Part anfangen. Ich glaube, wir machen doch noch einen neuen Part. Das wird sonst ein bisschen... Sind es kurz oder lange Level? Lass mich mal kurz spoilern. 30. 20. 16. 15. 27. 49. Entschuldigung. 3. Ja, ich glaube, wir machen das im nächsten Part. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Ne? Wir müssen es ja nicht übertreiben. Danke fürs Zuschauen und tschüss.